Herzlich willkommen wieder bei Auto am Brett mit Fritz. Tja, der Letzte wird wohl jetzt mitbekommen haben, dass wir in der Krise sind, dass wir eine globale Katastrophe eigentlich haben. Und dass also jetzt im Moment absolute Krisenstimmung eigentlich überall ist. Und erst vor kurzem hat mich mal einer angesprochen, und zwar, er hat gesagt, nein, jetzt habt ihr Prepper ja praktisch die Krise, auf die ihr euch ja immer vorbereitet habt. Dem habe ich einfach gesagt, kein normaler Mensch wünscht sich sowas eigentlich, aber ein Prepper unterscheidet sich eben darin, dass er mit Katastrophen rechnet und deshalb sich entsprechend darauf vorbereitet, um eben nicht davon überrascht zu werden. Wir sehen ja, dass wie diese Hamsterkäufe waren, viele Leute Klopapier kaufen, also eigentlich völlig kopflos. Und ein Prepper ist praktisch auf solche Dinge vorbereitet, weil er mit sowas rechnet. Aber wünschen tut sich's keiner. Es geht darum, mit dem Schlimmsten zu rechnen und auf das Beste zu hoffen. Ich habe jetzt in einiger Zeit, die letzten Tage, mir überlegt, wie ich dazu eigentlich einen Film machen soll. Denn Hiobsbotschaften werden ja ohnehin überall verbreitet, und genau das ist eigentlich nicht das, das wir eigentlich im Moment brauchen. Es geht darum, dass ein Prepper sich nicht nur auf Krisen vorbereitet, indem dass er Lebensmittel hortet und so weiter und Atemschutzmasken oder sonst was hat, sondern es ist auch eine psychische Einstellung. Eine Einstellung, dass man sich auf solche Situationen vorstellen kann und wie es ist, in so einer Situation zu leben. Und genau dies ist eigentlich jetzt etwas, was viele Leute jetzt Probleme bereiten wird. Ja, wenn man praktisch aus dem Haus nicht mehr rauskommt, wenn Ausgangsbeschränkungen sind, wenn man täglich diese Hiobsbotschaften überall hört, dann geht es eigentlich darum, dass man eigentlich selber Ruhe bewahrt und eigentlich auch die Ruhe ausstrahlt und sozusagen einem sogenannten Lagerkoller eigentlich ein bisschen vorbeugt. Viele Leute geraten in Panik, denken wir auch an Leute, die Depressionen haben, wo sich das Ganze vielleicht jetzt auch aufgrund dieser Situation entsprechend verstärkt. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Und eine ganz klare Antwort ist, diese Mentalität, die man dazu braucht, ist, dass man sich in so einer Situation eine Regelmäßigkeit verschafft. Das bedeutet, wir müssten schauen, dass wenn auch der Tagesablauf jetzt völlig ein anderer ist, man geht nicht mehr zur Arbeit, man kommt nicht mehr so raus, man muss in der Wohnung oder im Garten oder so wo bleiben, man hat weniger soziale Kontakte, dass man eine Regelmäßigkeit herbringt. Das heißt, man muss sich dazu zwingen, in der Früh aufzustehen, dass man sich wäscht, dass man Frühstück macht, von mir aus Zeitung liest, im Internet nachschaut, Mittagessen macht und so weiter. Das heißt, wir brauchen einen täglichen Ablauf. Und wir müssen auch eben an diese Leute eben denken, die jetzt momentan auch in eine gewisse Panikstimmung geraten. Denen kann man eigentlich nur raten, schaut nicht so viel auf diese Meldungen. Meldungen sind wichtig, aber lasst sie nicht den ganzen Tag über euch hereinbrasseln, sondern beschäftigt euch mit etwas anderem. Lest ein Buch, macht Spiele, entweder ob es Brettspiele, Kartenspiele. Es ist ja auch eine Zeit, wo die Familie eigentlich Zeit hat, wo man eigentlich zusammensitzen kann, was viele eigentlich gar nicht mehr so kennen. Wir sollten diese Zeit also auch für uns nutzen. Und denken wir auch daran, dass auch wenn nach 14 Tagen, 4 Wochen oder 6 Wochen die Geschichte mit der Ausgangsbeschränkung gelockert wird, der Virus ist deshalb nicht weg. Das heißt, wir werden uns über eine längere Zeit mit diesem Thema beschäftigen müssen.
und entsprechend unser Grundverhalten verändern müssen. Und das wird eben so lange gehen, bis es entweder Medikamente gibt oder eben dann ein Impfstoff da ist, wo eben dann die breite Masse durchgeimpft werden kann. Erst danach werden wir letztlich diesen Virus besiegen können. Und denken wir daran, gerade Leute, die hier in Panik geraten, dass wir Prepper eigentlich ein Vorbild sind und Ruhe ausstrahlen sollen in dieser Situation. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und geht mit erhobenen Hauptes dadurch und haltet euch an die Regeln, Abstand halten, keine sozialen Kontakte, regelmäßiges Händewaschen. Und ich habe da noch was für euch, was ich letztes Mal so erzählt habe, was eine ganz praktische Sache ist. Ich habe mir das aus einer ja, Einkaufstüte gemacht, habe das Ganze zusammengenäht und man sieht das, ja, ich habe hier oben noch einen so einen Draht eingebaut und es wäre eine Schutzmaske, die einem hilft, beispielsweise um selber nicht irgendwie Viren einzuatmen, wenn wir beim Einkaufen sind zum Beispiel, trotz Abstand halten. Und auf der anderen Seite, wenn wir angesteckt sind und tragen diese Maske, dann behalten wir den Virus für uns und stecken nicht andere an, die zum Beispiel ja, entsprechend für uns da sind, dass wir was kaufen können. Das ist eine ganz eine praktische Sache. Ja, das ist also sauber drin, das liegt gut an. Und ist ganz einfach gemacht mit einer Einkaufstüte, die entsprechend zusammengelegt worden ist. Vierfach. Wenn man will, könnte man auch ein Vlies außen rumlegen mit einem Panzertape. Hergestellt zum Beispiel aus einem Dreiecktuch aus euren Autoverbandkasten. Wäre möglich. Wie gesagt, wir sollten alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben, um diesen Virus entsprechend an seiner Verbreitung zu hindern. In diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.